Willkommen zum siebten Teil unserer PowerPoint-Videoreihe. Das wird zugleich der letzte sein, der sich exklusiv mit PowerPoint auseinandersetzt. Ich werde noch ein, zwei Folgevideos machen. Da geht es aber eher um Add-on-Geschichten wie Screencast und Videoschnitt. Und hier möchte ich jetzt quasi nochmal zeigen, was man wirklich alles machen kann. Auch das wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber ich möchte euch dann nur mal demonstrieren, dass alles das, was ihr bis jetzt gelernt habt, wirklich sehr effizient einsetzbar ist. Also legen wir mal los. So, also, ob das jetzt didaktisch wertvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein ganz gutes Beispiel ist, um zu demonstrieren, was wir alles machen können. Und zwar habe ich jetzt mal hier so eine Form gewählt. Die drehen wir jetzt mal um. Packe ich hier so runter, mittig, ist egal. Und ich hätte jetzt gern, dass das aussieht wie ein Glas. Ja, das haben wir ja schon mal. Also die Fähigkeiten dazu haben wir. Wir wissen nämlich, Linie, nehmen wir mal eine etwas mehr dunklere Linienfarbe. 2er Linienstärke, das ist okay. Wir wählen einen Farbverlauf, die mittleren nehmen wir raus. Wir brauchen nicht so komplizierte Strukturen. Und hier nehmen wir jetzt ein dunkles Grau, drehen das so ein bisschen hin. So, ja, so ist okay. Dann verleihen wir jetzt dem Grau eine Transparenz und dem Weiß auch. So, damit man das ein bisschen besser sieht, packe ich jetzt mal hier so eine Farbe dahinter. Das machen wir mal irgendwas, was wir auf jeden Fall nicht brauchen. Irgendeinen Grünton. Setzen es in den Hintergrund. Und jetzt sehen wir hier unser Glas. Jetzt würde ich es gerne befüllen, dieses Glas. Und dazu mache ich jetzt ein Rechteck. Und dieses Rechteck packt man hier so unten rein. So, die Größe ungefähr so. Jetzt packe ich das in den Hintergrund. Das geht es am einfachsten, wenn ich dieses Rechteck markiere und dieses hintere Teil und beides packe ich in den Hintergrund. Dann ist das Glas automatisch vorne. Jetzt brauchen wir eine Animation. Dazu wischen wir nach oben. So. Und jetzt soll sich das Glas so füllen. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Aber das Problem ist hier dieser Rand. Das sieht natürlich hier an der Stelle doof aus. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Rand abdecken. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Auf Start, Freihandform. Ich zoome nochmal, dass ich ein bisschen genauer arbeiten kann. Ich fange jetzt hier oben an. Zap, gehe rüber, gehe runter. So. Und das Ganze mache ich jetzt, hoppla, Steuerung Z, das wollte ich jetzt weiß machen und die Kontur auch weiß. Jetzt kopiere ich das Ding, dann spiegle ich das und bringe es auf die gleiche Ebene von der Höhe her wie mein anderes Teil. So, und markieren wir es nochmal und passen das so an. So. Okay, und jetzt kommt unser Glas in den Vordergrund, dass man diese Übergänge nicht sieht. Jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, jetzt tun wir das mal weg. Steuerung X. Und jetzt füllt sich das Glas. Ja, das sieht doch schon mal ganz witzig aus. Packen wir den Hintergrund nochmal hin. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt würde ich das gerne mit einer anderen Farbe machen. Und zwar wollen wir jetzt mal, ich packe das mal kurz in den Vordergrund, damit ich besser damit arbeiten kann. Und wir machen es ein bisschen kleiner, so. Und die Farbe soll das werden. Wir brauchen keinen Rand. Jetzt dupliziere ich das Ding. Packe es hier oben dran. So. Zoomen wir mal rein. Und machen das weiß. So, ich glaube spätestens jetzt sollte klar sein, was dabei rauskommen soll. Jetzt gruppieren wir das Ding. Dadurch, dass wir es jetzt gruppiert haben, müssen wir die Animation neu erstellen.
Und wir lassen das jetzt hier füllen. Okay, wunderbar. Und jetzt packe ich das, den Hintergrund und dieses Ding wieder komplett nach hinten. Und dann schauen wir mal an, was da passiert. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt hätte ich aber gerne das ein bisschen anders gemacht. Und zwar, jetzt gehen wir hier nochmal auf Animationen. So, den brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Ich hätte gerne hier eine andere Animation. Und zwar machen wir das jetzt so. Schauen wir, dass wir den greifen. Das Glas müssen wir wieder deselektieren. Und jetzt gehen wir damit mal runter. So. So. Und jetzt packen wir Folgendes hinzu. Eine Linie. Machen wir mal gleich mal eine nach oben. Dann müssen wir das nicht umdrehen dann. Und wir ziehen das bis hier. Okay. Und jetzt brauchen wir für unten, da haben wir noch so ein Teil, wo wir sozusagen eine offene Flanke haben. Hier brauchen wir noch ein weißes Rechteck. Das machen wir weiß. Der Rand auch weiß. Und jetzt schauen wir, dass unser Glas wieder in den Vordergrund kommt. Hoppla, das war der Hintergrund, Vordergrund. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich drücke drauf. Hoppla. So, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt tun wir den mal weg. Jetzt habe ich eine Animation zu viel. Die brauchen wir natürlich nicht mehr. Okidok. Dieses Rechteck müssen wir ein bisschen größer machen. Okay. Wunderbar. Dadurch, dass der Hintergrund jetzt weiß ist, ja, sehen wir, dass es vielleicht jetzt, dass unser oberer Rand, diese Schaumkrone nicht zu sehen ist. Es ist aber so, dass man oftmals eben nicht wirklich einen weißen Hintergrund hat, sondern irgendwelche grundsätzlichen anderen Farben. Und dazu zeige ich euch jetzt mal, wie man das für alle Folien mal einrichtet. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Ansicht und auf den Folienmaster. Folienmaster ist das, was wirklich alle Folien eben angeht. Da kann man dann mit Sicherheit auch nochmal ein Video drauf machen, aber für die Videoerstellung ist der Folienmaster nicht ganz so wichtig. Was ich hier aber mache ist jetzt, ich packe jetzt hier mal so eine Farbe rein. Das bringen wir jetzt in den Hintergrund. So. Masteransicht schließen. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass hier unsere Farbe auch den gleichen Wert hat. Da kann ich gleich nochmal die Pipette zeigen. Die habe ich beim letzten Mal übersehen. Mit der Pipette kann ich eine beliebige Farbe hier auswählen. So. Und natürlich müssen wir jetzt den Rand auch mit der gleichen Farbe setzen. So. Und schwupps, ist das Glas voll. Okay, das ist schon mal ganz cool. Jetzt haben wir aber noch ein kleineres Problem. Und zwar, ich gehe jetzt nochmal auf Ansicht. Folienmaster, nehmen wir diese Hintergrundfarbe nochmal raus und packen jetzt sowas rein. Also einen Farbverlauf. Passiert auch nicht allzu selten. Das hat man doch hin und wieder. Und da jetzt diese Farbgeschichte hinzukriegen, das ist relativ schwierig, weil wir haben ja ein Bild, ich habe das gerade hier in der Zwischenablage, das ist einfach ein Bild, wo ich einen Farbverlauf irgendwo hinterlegt habe. Das kriegt man entweder als JPEG oder man macht sich selber als Rechteck. Egal, entscheidend ist, dass ich das jetzt niemals hinkriegen werde, hier mit irgendwelchen Pipetten, dass ich hier irgendwelche Farbauswahl mache, dass es passt, weil das ist immer eine einheitliche Farbe. Und den Farbverlauf hier genauso hinzukriegen wie der Hintergrund, das ist faktisch unmöglich. Das heißt, wir brauchen was Schlaueres. Damit funktioniert es nicht. Das Schlauere ist jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt quasi diesen Farbverlauf und packe den jetzt in den Hintergrund mal rein. So, ich mache nochmal schnell was. Ich kopiere das Ganze nochmal
halt, ich klicke jetzt ein bisschen wild rum, sehe, nehme den hier nochmal raus. Also hier ist jetzt sozusagen der Hintergrund, Steuerung Z ist wieder da, wo er hingehört. Und das Glas mache ich jetzt mal temporär mit einem anderen, mit einer anderen Farbe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und jetzt markiere ich das Glas und den Hintergrund und mit Steuerung C packe ich es jetzt in die Zwischenablage rein. Und jetzt starten wir mal GIMP. So, da ist es schon. Steuerung V, ich füge jetzt mein Glas und diesen Hintergrund ein. Und jetzt mache ich Folgendes, jetzt gehe ich mit meinem Auswahlstift hier mit diesem Zauberstab rein und mit Entfernen hole ich jetzt den Inhalt des Glases raus. Und jetzt habe ich eine perfekte Maske, mit der ich jetzt weiterarbeiten kann. Also Steuerung A, Steuerung C. Ich kopiere mir das Ganze und packe das jetzt hier bei dem Originalglas, wo ich die Farbe nicht geändert habe, sondern noch diese Transparenz habe, einfach drauf. So. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt hole ich mir mein Glas in den Vordergrund. So. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, und siehe da, das funktioniert wunderbar. Okay, also das ist schon mal ganz cool. Jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, wo kommt denn das Bier eigentlich her? Und dazu machen wir jetzt Folgendes. Ich zeige euch noch ein weiteres Feature, was ganz praktisch und nett ist. Und zwar machen wir jetzt mit der Freihandlinie Folgendes. So. So. Ich glaube, der Experte weiß, worauf ich hinaus will. So, dann machen wir hier keine Kontur und machen das so einem Grauton. Jetzt will ich diese Ecken noch ein bisschen abrunden. Da gehe ich jetzt hier auf meine Punkte bearbeiten, füge jetzt hier noch einen Punkt dazu. Hier, Punkt hinzufügen. Hier auch, Punkt hinzufügen und Punkt hinzufügen. Das mache ich, damit es mir meine Kurven hier nicht so verbiegt. Und jetzt kann ich hier einen Glättungspunkt machen. Punkt glätten und Punkt glätten. Jetzt kann ich hier so versuchen, so eine Rundung zu modellieren. Den muss ich ein bisschen zurücknehmen hier. So. Hier das Gleiche. So. Den schieben wir hier mal ein bisschen runter. Ja, den können wir vielleicht ein bisschen dünner machen hier unten. So. 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 Also ich will mich jetzt nicht zu sehr verkünsteln, aber ich glaube, die Idee kommt rüber. So, dann so, dann haben wir hier ein bisschen, ja, machen wir ein bisschen runter den Kram. Und jetzt gibt es eine Funktion, die ganz witzig ist, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar Form formatieren, Effekte und hier 3D-Format. Gehen wir jetzt hier in die Abschrägung oben und nehmen die runde Abschrägung. Und jetzt können wir hier die Breite ein bisschen erhöhen. So. Das drehen wir auch ein bisschen hoch. Hoppla, falsche Richtung. So, jetzt wirkt es so ein bisschen wie ein Rohr. Dann, was brauchen wir noch? Machen wir es gescheit. So ein Ding, jetzt machen wir noch drauf. So vielleicht. Jetzt gehen wir mit dem Kopieren des Formats, das ist dieser Pinsel hier, gehen wir drauf, dann haben wir hier das gleiche Format. Und jetzt machen wir was wir schon mal gemacht haben. Wir wollen was drehen, und zwar nicht mittig, sondern an einem Ende. Da klaue ich mir jetzt diesen Kollegen hier von der Größe her. Ja, würde ich sagen, passt's. Kopieren wir, spiegeln das Ding. Hoppla. Ich zoome mal ein bisschen, dann kann ich es besser greifen. So, und ja, da klauen wir uns das Format auch nochmal
und machen das in einer anderen Farbe. Vielleicht so. Hier die Kontur rausgenommen, ja. Und vielleicht nicht ganz so dick, dass es ein bisschen runder wirkt. So, hier packe ich jetzt Fülleffekt. Keine Füllung, keine Kontur. Markiere beide und gruppiere sie, damit ich sie sozusagen hier eben an dem Bereich drehen kann. Das packe ich jetzt noch in den Vordergrund. So, vielleicht ein bisschen kleiner. Okidok. So, ja dann, hoppla, jetzt habe ich was verschoben. So, das sieht er mittig. Jetzt kommt hier noch eine weitere Animation ran, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und zwar hätte ich gerne eine Rotation. Und zwar diese Rotation, Effektoptionen, wir brauchen, ja, ich würde mal sagen, so circa 30 Grad, aber im Gegenuhrzeigersinn, dann etwas schneller wie 2 Sekunden. So, gucken wir uns das mal an. Das ist okay. Dann brauchen wir das Ganze wieder zurück. Animation hinzufügen, rotieren und Effektoptionen wieder 30 Grad, diesmal im Uhrzeigersinn. Und jetzt packe ich diese, genau, das ist oben, das ist unten, das passt jetzt soweit. Ums Timing kümmern wir uns gleich. Dann brauche ich noch etwas und zwar so. Schauen wir mal. Das passt auch einigermaßen. Die Farbe hole ich mir wieder von da unten. Halt nicht so, sondern mit der Pipette. Und keine Kontur. Jetzt muss ich mich darum kümmern, dass mein Glas wieder in den Vordergrund rückt. Und die Animation, mit der ich das reinpacken möchte, ist das Wischen, und zwar von oben. Und jetzt packe ich eine weitere Animation dazu. Wischen wieder von oben. Dann geht er wieder weg. So, jetzt müssen wir das alles irgendwie sinnvoll in eine Reihenfolge bringen. Und zwar als allererstes wird der Hebel umgelegt. Okay. Dann nach vorheriger soll eben das Ding nach oben gehen. Und mit vorheriger soll hier mein Strahl nach unten gehen. Das ist soweit auch okay. Und jetzt haben wir hier dieses Zurückgehen des Hebels. Das machen wir wieder mit 0,5 Sekunden. Ich markiere jetzt beide und ich sage jetzt nicht nach, sondern mit vorheriger und schiebe die einfach ein bisschen nach hinten. So vielleicht. Schauen wir mal, ob das jetzt passt. Klick, es kommt rein. Okay, dann sollte man vielleicht den Hebel noch ein bisschen nach vorne schieben. Okay, ja, das passt einigermaßen. Und vielleicht sollten wir noch das Ding in den Vordergrund nehmen. Okay. Ja, damit haben wir auch so eine Animation mal gezeigt. Also, warum ich das gezeigt habe, ist einfach, um mal zu zeigen und zu demonstrieren, dass mit relativ wenig Aufwand, natürlich wenn man weiß, was man tut, so eine doch einigermaßen nette Animation möglich ist. Und wenn man jetzt einen Bierkrug vollkriegt oder ein Bierglas, dann kriegt man auch alle anderen Animationen wie irgendwelche Schalter, die sich schließen, irgendwelche Magnete, die sich anziehen oder was auch immer, kriegt man dann wirklich alles gebacken. Das darf jetzt eigentlich kein großes Thema mehr sein. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt zu PowerPoint-Experten mutiert in den letzten, ich glaube, 7 Videos. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ich werde jetzt noch für das Thema Screencast, also Videoaufzeichnungen von dem Bildschirm, noch was machen. Das werde ich aber nicht mit PowerPoint machen, obwohl PowerPoint das auch unterstützen würde, aber ich glaube, da gibt es bessere Tools. Ich werde den Active Presenter dafür verwenden. Das werde ich nochmal zeigen.
Und dann ein allerletztes, wahrscheinlich ein allerletztes Video zum Thema Videoschnitt. Da nehme ich VSDC. Sowohl Active Presenter als auch VSDC gibt es in einer Free-Version, die nicht alles kann, was die Profi-Version kann, aber für uns reicht es locker. Und ja, wenn es, was ich jetzt noch anbieten kann, ist, wenn es noch irgendwelche Spezialfragen gibt, dann für zum Thema PowerPoint, dann einfach mal eine Nachricht an mich. Ich werde mit Sicherheit nicht alles beantworten können, weil auch ich weiß hier bei Weitem nicht alles. Aber ich glaube, ich für ja, einen Großteil der Fragen werde ich mit Sicherheit guter Ansprechpartner sein. Und dann kann ich, wenn entsprechende Anfragen dann da sind, vielleicht mal das ein oder andere Spezial-Feature-Video dann nochmal nachliefern, damit wir da auf die Spezialfragen eben ein paar Antworten finden. So, das war's von meiner Seite und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis denn!